Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TFT. Dieses Mal werden wir versuchen, ein Carrie-Dings da zu machen. Cool, gell? Eine Carrie-Morgana. Ich habe die letzten zwei Spiele das versucht und beides mal gewonnen. Und zwar war das Dämon, Bestie und Zauberermeister. Und einmal Zauberermeister nicht, sondern stattdessen Gestaltenwandler mit Swain noch dazu. Und das hat sehr gut funktioniert. Mal schauen, ob es jetzt auch funktioniert. Es kommt halt natürlich immer drauf an, was man bekommt. Und vor allen Dingen, was für Items man bekommt. Also, ich habe ja Morgane jetzt so gespielt, dass sie Phantom Dancer bekommt. Also quasi, dass man sie nicht critten kann. Dann habe ich ihr... Oh, wie heißt das Buch? Also quasi mit Leben und AP. Dass sie eben mit ihren Tentakeln da oder Ketten noch Brandschaden macht. Und dann noch natürlich den Speer, damit sie eben schneller das Ulti machen kann. Und ja, das war eigentlich immer, solange die Frontline gestanden ist, war es eigentlich immer, sobald sie ihr Ulti machen konnte, war es GG. Und das versuche ich euch jetzt zu zeigen. Wäre natürlich ja typisch, dass sobald ich es aufnehme, funktioniert es nicht. Aber ja, mal schauen. Also hier bekomme ich natürlich gerade keine Items, das ist natürlich super. Und auch cool, dass ich kein Wild bekomme, meine ich. Also Nidalee ist gerade The Cause hat. Warte, was? Der hat die Nidalee bekommen. Ist natürlich jetzt ärgerlich für uns, aber. Ja, ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Kasadin ist natürlich auch extrem wichtig. Ein sehr schöner Ball. Das ist ein gutes Item. Aber nicht auf den da. Sondern damit und mit der Träne. Danke. Wird mit dem und der Träne wird nämlich der Speer gemacht und der ist super gut, der Speer. So, wir können auch jetzt erstmal auf Ritter gehen, aber ja, weiß nicht. Oder wir hätten auch stattdessen zuerst auf Nobel gehen können. Weil er geht auf Ritter, okay. Und er hat schon Level 2er. Das werden wir ziemlich safe verlieren. Aber dann gehen wir halt erst auf Losing Streak. Ist auch in Ordnung. Okay, 4 HP verloren, ist in Ordnung. So. Ich bekomme echt nicht das, was ich brauche. Versuchen wir es mal damit. Zweimal Ritter, zweimal Bestie. Der hat zweimal Gunslayer. Oder Revolver erhalten eben. Light.
Ja, blöd, dass er die beiden mit seinen Ulti oder mit seinen Pfeil getroffen hat. Aber egal, das passiert. Oh, wir bekommen jetzt schon Morgana. Und Klingenmeister. Dann werden wir das mal probieren. So. Also, Shen machen wir jetzt rein, weil er einmal Ninja ist. Und plus 40%, wenn er eben alleiniger in seiner Klasse ist. Und das ist gar nicht so schlecht. Wir haben halt immer noch nur Level 1er. Also, er erwartet nicht viel. Vor allen Dingen, ja, okay, jetzt, okay, aber, also, Morgana, ich wollte gerade sagen, Morgana gegen, Kasadin hat natürlich keine Chance, weil Kasadin entzieht das Mana, aber sie hat mit denen sie hat's geschafft und hat richtig schön reingehauen. Gut, welches Item brauchen wir? Wir haben das Schwert, das heißt, wir brauchen eine Träne. Träne haben wir nicht. Dann nehmen wir uns dieses Item. Weil dieses mit dem zusammen ergibt ein Item, das wir brauchen. Das Blöde ist, wir müssen dafür dann Ari verkaufen. Das gefällt mir nicht. Ari will ich eigentlich nicht verkaufen. Dann bekommen wir nämlich den. Also dadurch bekommen wir den Bestien. Status. Hier ist zweimal Wayne. Na, das war zu spät. Okay, gegen den verlieren wir. Der hat genug Items, um mich zu vernichten. Und er hatte vier Level. Ja, vier Level 2er gegen vier Level 1er. Also, no chance. Ja. Also, wir brauchen jetzt für den die Träne und für den den Stab. Wir sind letzter. Wir bekommen halt auch nichts. Was soll denn das? Ja, danke. Wenigstens. Danke. Ah, wir bekommen keinen Wild, wir bekommen kein Magic. Ah, warte. Ist hier jemand Wild? Entschuldigung. Okay, er hat Warwick, aber es gibt viele Warwicks. Der hat auch Warwick. Der hat nicht Warwick. Der hat auch nicht Warwick. Das werden wir sogar gewinnen. Okay. Ja, na gut. Sehr schön. Wenn wir Ari bekommen, einmal, dann verkaufe ich die da. Gib ihr das Item und kauf dann Ari. Und wir brauchen Nah. Auf jeden Fall brauchen wir Nah. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Gut. Hier einmal so, einmal so, einmal so, einmal so und einmal so. Wir haben eine Wayne Level 3. Das ist auch sehr gut. Bitte, 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 bitte. Level 3, Level 2. Aber jetzt ein Level abzugehen macht gerade keinen Sinn.
Das Einzige, was ich machen könnte, die Morgana noch rausnehmen, weil die gibt gerade nichts. Außer ein Stun, aber sie hält halt nichts aus. Den brauchen wir gar nicht. Da. Das war nicht gut. Das da und das da gibt Blut, das da, aber das brauchen wir ja gerade nicht. Das da sind die Items, die safe für die. Ah, wer ist denn da? Die safe für die Morgana sind. Oder ist? Ich werde mal jetzt ein bisschen sparen, weil wir sind ja sowieso auf dem. Ah, ne, letztes Mal haben wir gewonnen. Ach. Das ist doch doof. Wenn wir jetzt gewinnen, verkaufe ich die beiden. Ne, nur einen. Wenn wir jetzt verlieren, dann kaufe ich, verkaufe ich zwei. Okay, der hat Ritterbuff und Fliegebuff. Okay. Okay, sie bekommt beide, das ist gut. Okay, den gewinnen. Das gewinnen wir. Ah, und das war sogar der zweite. Ari. Gut. Und den da. Wie heißt der? Morello. Ne, Morello. Ja, doch. Das ist der Morello. Super. Kaufe ich mir den nochmal? So. Ich kaufe mir den einmal. Damit wir halt auch einen guten Carry dazu haben. Wenn wir das verlieren, dann verkaufe ich Garen. Ich muss auf Morgana aufpassen, die darf nicht verlieren. Okay, super. Ja, Kasadine mit dem Schnellfeuer-Ding ist auch echt widerlich, weil er ja auf Fernkampf quasi Mana entzieht. Das ist halt nicht schlecht. So, jetzt haben wir zweimal hintereinander gewonnen. Ich roll mal bis 10 runter. Kasadin. Okay. Wir haben noch zwei Level 3, ja. Aber momentan geht's. Ich sollte die beiden mal tauschen. Damit die Nidalee besser raus kann. Ja. Mach schnell dein Ulti. Ja, okay, das verlieren wir. Oder ja, ich glaube schon. Ja. So, ich bin Mittelfeld. Mittelfeld. So, jetzt brauchen wir die Träne. Wir brauchen unbedingt die Träne. Wenn wir die nicht bekommen, dann holen wir uns den Bogen, der hier schon weg ist. Wir überfallen einfach diesen Typen da und nehmen uns einfach die den Bogen weg. So, damit bekommt die Morgane jetzt sehr viel schneller ihr Ulti. Und das ist gut für uns. Wir müssen schauen, dass wir dann auch Bestie hochbekommen mit Nah zum Beispiel. Der Nah, wer hat den Nah? Oh, weiß ich nicht. Hab's nicht mal gesehen. Gut, du wirst verkauft. Hierhin und dorthin. Soll ich sparen?
Ich spar mal. Solange wir ja im unteren Mittelfeld sind, ist das total in Ordnung. Und wenn wir jetzt verlieren, ist es auch nicht schlimm. Wir müssen halt schauen, dass wir so viele wie möglich mitnehmen. Okay, er ist auf... Oh, wir gewinnen. Der ist auf Demon. Das ist ja gut, dass er nicht meine Morgana gefokust hat, weil dann bekommt sie ja kein Mana. Oder bekommt eben Mana-Einzug. Okay, das ist jetzt der letzte sogar. Der geht auf Piraten. Na, so super ist das jetzt nicht. Das ist super. Aber wen ersetzt er? Der Narr. Er ist halt noch Level 1, das ist das Problem. Das war ein böser. Das verlieren wir. Ah, das war gleich zwei von mir hochgehungert. Das war echt nicht schlecht. Das war echt böse. Hier können wir Kassadin holen. Den Rest sparen wir. Und ich hoffe auf den Bogen und eine Rüstung. Dann ist die nämlich sehr viel schwerer zu treffen. Ich glaube, ich stelle mich dann auch um, weil die meisten gehen jetzt links. Ja, mach Ulti. Danke. Wow. Wow, 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 wow. Aber nicht das, was ich brauche. Dann bekommt die Ari noch was. Okay, das ist natürlich super. Ich könnte die Ari auch austauschen. Ja, aber die Ari gibt... ich bin nicht so zufrieden damit gerade. Nee. Gut. Da. Ja, das ist der mit dem... Genau. Morgana. Your time to shine. Ja, also sie hat auf jeden Fall gut weggerotzt. Nochmal Morgana, das ist super. Level 2. Das ist gut. Dann nehmen wir noch ein Level mit. Beziehungsweise eine Erfahrung, bitte. Der muss mehr aushalten, damit er seine Aura machen kann. Was gibt denn die Träne und der Stab zusammen? Das schaue ich mal kurz. Ah, genau. Das gibt den Splash Damage. Ich wollte ja hier hin. Das Ulti von ihr war nicht gut. Das zweite auch nicht. Ja. Okay, hier sind die Niederlichsten. I see. Gut, dann gehen wir mal hier hin und ich sehe die Morgana.
Ja, Nidalee. Ah, ich brauche Nidalee für die. Nee, brauche ich jetzt gerade nicht. Dann tun wir Nidalee mal raus. Okay, er fokussiert den Falschen. Verdammt. Er hätte die Sejuani fokussieren müssen. Damit sie keinen Stun macht. Oh Mann. Okay, jetzt sieht's schlecht aus. Okay, aber jetzt dürfen wir zuerst in die Runde gehen. Wir brauchen den Bogen. Das Problem ist ja, wir brauchen zwei Items. Wir müssen jetzt eben den Bogen holen. Wer hat den Bogen? Es gibt keinen Bogen. Es gibt einen Bogen. Gut, Bogen ist da. Jetzt brauchen wir noch eine Rüstung. Und eine Rüstung sollten wir schaffen zu bekommen. Brand gesehen. Das ist gut. Brand ist gut. Genau hier. Das ist auch super. Das ist auch wichtig. Dann machen wir mal so. Dann haben wir nämlich Demon Buff, aber kein Zauberer mehr. Jetzt haben wir wieder Zauberer. Und du bekommst den da. So, Morgana. Weil jetzt müssen wir nämlich überleben. Okay. Ich glaube, das schaffen wir. Ja. Locker. Gut. Weil jetzt, wenn wir jetzt nämlich verlieren, tut es richtig weh. So ab Midgame tut es dann richtig weh. Der hatte immer noch 65, was hat er für ein. Ah, das ist der, genau. Gut. Na ist wichtig. Hier ist wichtig. Sie habe ich jetzt nicht mehr. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Miss Fortune passt gerade nicht rein. Fast. Ah, okay. Wenn wir das überleben, haben wir Level 2 nah. Extrem wichtig. Ja, die Ulti von der Morgana war schlecht. Die muss ich umsetzen, wenn ich überlebe. Oh ja. Schlecht, schlecht, schlecht. Nidalee will jetzt auch Level 2. Aber wenn ich die jetzt rein tue, habe ich keine Magier-Buff mehr. Das bringt mir auch nichts. Jetzt habe ich ja Level 2 Ahri. Das hilft auf jeden Fall schon mal.
Niederli. Statt wen? Statt ihn. Ja. Vielleicht war das jetzt verkehrt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war richtig. Weil dann haben wir nämlich Angriffstempo für jeden. Oh, nee, das überleben wir nicht. Das überleben wir. Oh Gott. Na, du bist ein Gott. OMG. Das war heftig. Gut. Bekommen wir nicht mehr Level 3. Nochmal nah. Ari bekommen wir auch nicht mehr. Wir müssen jetzt auf Bran gehen. Auf Bran. Bran. Und auf Kasanin. Uiuiuiuiuiuiui. Und das. Ja, naja. Ja, komm. Okay, Ulti. Nochmal Ulti, sehr gut. Bam, super. Oh, godlike. Okay. Puh. Also gerade bin ich bisschen hibbelig, muss ich ehrlich zugeben. Gut, Level 2 Morgana, super. Es ist halt wirklich so, einmal verlieren und ich bin tot. Hier ist noch ein Kasadin. Das spare ich mir jetzt. Okay. Ja, vielleicht schaffen wir es sogar noch zum Dragon. Wir sind momentan Level oder Stufe 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen es bis 3 schaffen. Aber doch nicht gegen den zweiten. Das ist gemein. Mach Ulti. Boah, das Ulti hat halt jeden erwischt. Nochmal Ulti, super. Ich hab gegen den zweiten gewonnen. Oh. Okay, wir brauchen die Rüstung. Oder ihn. Nee, wir brauchen die Rüstung. Also Swain ist auch extrem gut, der haut schon mit Level 1 extrem rein. Aber mit der Rüstung ist dann die Morgana endlich fertig. Ist ihr Itembild perfekt. Also bis jetzt hat mich das Itembild nicht enttäuscht. Weil mit dem Item jetzt ist sie wirklich... Ja. Weicht allen kritischen Treffern aus und das ist extrem wichtig. So, nochmal Morgana, super. Gut, einmal Kasadin brauchen wir, einmal Braum, zweimal Morgana. Ich bin mal gespannt, gegen wen wir jetzt spielen. Also es könnte auch sein, dass wir gegen einen Random spielen, gegen einen Decoy, aber sieht nicht so aus. Gegen Flo spielen wir jetzt. Das Ulti war gut, aber ich glaube, den besiegen wir nicht. Ja, Bran. Aber wir haben überlebt. Ja, Draven ist natürlich super da hinten. Der stirbt halt gleich weg. Bis jetzt hat er der nahe uns immer rausgehauen.
Und Morgana hatte ständig Ulti gemacht, das war auch super. Aber nochmal überlegen wir nicht. Wir haben. Okay, das ist. Alter, der hat drei. Oh Mann. Aber nur zwei von mir fliegen. Okay, das ist ein Decoy. Okay. Quasi einer der, also eine Kopie von einem anderen. Gut, wir sind Level 3. Wir sind Stufe 3. Level und Stufe ist dasselbe. Wir haben den Dragon erreicht. Und damit haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten. Und wir sind eben dritter Platz. Das ist super. Gegen den werden wir verlieren. So sicher wie das Amen in der Kirche, wie es so schön heißt. Ari nochmal. Nee. Wir brauchen Morgana und vor allem Kassadin. Kassadin Level 3 würde uns sehr helfen. Sehr, sehr helfen. Oh, der macht uns fertig. Alter. Wow. Wir haben den Drachen erreicht, ja. Gut. Gegen den habe ich noch. Doch einmal habe ich gegen ihn verloren, aber ich bin noch nie am Drachen gestorben. Gut, aber. Ja, ich wollte euch Carry Morgana zeigen und ich glaube, ich habe es euch gezeigt. Leider kamen die Items kamen eher schleppend und die Charaktere, also die Helden kamen sehr schleppend. Warte, ich will mal jetzt hierzu noch kurz zuschauen, wer da gewinnt. Weil hier das mit den dreimal Hochwirbeln ist halt extrem toxic. Der Stun war super von Sho'gath. Ja. Schau mal, wie lange der aushält. Genau, einmal Schnellfeuer und Phantom Dancer. Alter, ist das übertrieben. Krass. Ich glaube, ich schau mal zu, ob er das noch schafft. Weil ich glaube nicht. Weil er hat, dadurch, dass er, also, ja, okay, er hat eine Figur mehr auf dem Spielfeld. Und, Aber der Endester ist natürlich auch super. Also, er hat halt noch Level 1er, das ist halt das Blöde. Ja, er hätte jetzt hier ausgeben müssen, alles ausgeben, damit er kein Level 1er mehr hat. Weil damit Sejuani durchkommt mit ihren Ulti, das ist am wichtigsten. Ja. Gegen den hat er halt. Okay, was hat er jetzt geändert? Hat er ihnen jetzt die Hydra gegeben? Wahrscheinlich. Ich glaube, er hat ihnen die Hydra gegeben. Aber warum? Genau, ja. Genau. Jetzt macht er Eulen. Das ist wichtig. Jetzt gewinnt er. Der hat nichts Neues. Ja, der hat er jetzt umgestellt. Okay, mal schauen. Der hat halt auch noch Level 1er da drin. Ja, jetzt sieht es ja viel besser aus für ihn. Viel, viel besser. Okay, es sah viel besser aus für ihn. Aber trotzdem verliert er. Okay. Das ist heftig.
Okay, ja, er muss ja jetzt wirklich alles ausgeben. Alles ausgeben für AP. Also er muss, ja, wobei, AP. Nee, weil Kassadin ist ja. Genau, er hat jetzt den Trail gegen, also weggeschnappt. Beziehungsweise, das war ja seine, also der BSU wollte den wegschnappen, damit der Nikodon eben den nicht bekommt. Level 2 Katus. Nicht schlecht. Ja, er muss jetzt auch rennen gehen. Ja, hat anscheinend nicht gereicht. Ja, wartet auf mich. Ulti, Ulti. Ah, ja, sobald der Kassadin die Kindred fokussiert, kann sie halt kein Ulti mehr machen. Wegen Phantom Dancer, genau. Ich würde Bran raustun und Aurelion rein. Okay, er hat den verkauft. Er will jetzt versuchen, den auf Level 3 zu bekommen, aber wird er nicht mehr schaffen. Ich verstehe nicht, warum er seine Einheiten nicht umstellt. Weil er zum Beispiel stellt seine Einheiten um. Und deswegen gewinnt er jetzt groß. Ja. Gut, auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye.